Das sind die Städte, die ein internationales Fest veranstalten. Die chinesische Wirtschaft investiert in Pirna, vielleicht in einen möglichen Industriepark Oberelbe. Noch sind diese Schlagzeilen rein spekulativ, für Pirnas Stadtrat Tim Lochner durchaus aber eine Vision. In Dresden hat sich ein Verein gegründet mit dem Namen Neue Seidenstraße e.V., wo es um rein wirtschaftliche Geschäftsbeziehungen entwickeln und präsentieren geht. Und aufgrund privater Kontaktebene, ich bin mit dem Vorsitzenden des Vereins, Dr. Voss, seit vielen Jahren eng befreundet. Und aus diesem Dunstkreis heraus bin ich von einem chinesischen Mitbürger, der an der TU Dresden studiert hat und in Dresden lebt, angesprochen worden, ob denn Pirna nicht Interesse hätte an einer chinesischen Partnerstadt. Im November wird es ein erstes Kennenlernen geben. Stadtrat Tim Lochner und Christian Flörke, der Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna, reisen für 8 Tage nach Fernost. In den Gesprächen zur Anbahnung habe ich unseren IPO oder den geplanten IPO nie und mit keinster Weise erwähnt und war umso überraschter, als ich jetzt das Reiseprogramm und Tagungsprogramm bekam, dass ein Tagesordnungspunkt in der einwöchigen Reise sich ausdrücklich mit einem chinesisch-deutschen Industrieparkentwicklung befasst oder befassen soll, sodass also das sich schon bis dorthin umgesprochen haben muss. Also gerade die Themen natürlich Wirtschaftsförderung, Industrieansiedlungen, Kooperationen im Technologiebereich wurden konkret benannt von den Vertretern aus China. Und diese Themen sind ja hier in der Gesellschaft, Stadtentwicklungsgesellschaft, vertreten. Und wir planen ja seit knapp 3 Jahren an einem Großprojekt in dieser Richtung, nämlich den Industriepark Oberelbe, wo wir gegebenenfalls dann auch natürlich Flächenpotenziale hätten, insbesondere für die Ansiedlung von Technologieunternehmen. Der Besuch der Industriemesse Expo Shanghai, Wirtschaftsgespräche in Lishui und das Kennenlernen der Stadt Yinyun. Viele Eindrücke warten auf der Wirtschaftsreise. Die Kreisstadt Yinyun zählt rund 500.000 Einwohner, liegt an einem Fluss und einem Nationalpark. Allein schon deshalb würde laut Stadtrat Lochner eine Städtepartnerschaft Sinn machen. Ich sehe dort einfach Potenzial, wo man sich gegenseitig befruchten kann. Was ich mir auch noch äußerst von Herzen wünsche, dass diese Zusammenarbeit sich so intensiviert, wenn man weiß, dass alle Reisebüros, die in China Europareisen verkaufen, ihre Büroadressen in Deutschland im westlichen Teil haben und kein einziges im Osten, dann weiß man auch, wo diese Reisen dort starten. Und das ist, da ist unsere Region, denke ich mal, zu Unrecht ausgeklammert. Und wenn es uns gelingt, bei diesem Besuch einfach auch dafür zu sensibilisieren, dass der Ostteil und insbesondere natürlich die Sächsische Schweiz mehr dort in den Vordergrund gerät, dann haben wir, denke ich, viel gewonnen schon. Der Dresdner Verein Neue Seidenstraße möchte die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen konkret zwischen den östlichen Bundesländern und China stärken. Allein das wirtschaftliche Potenzial ist enorm, auch in der Region Yinyun. Also verbreitet sind da vor allen Dingen Telekommunikation, Software und E-Mobilität. Also in einem der Orte, die wir besuchen werden, läuft wohl der gesamte öffentliche Verkehr und alle Taxen ausschließlich auf E-Mobilität. Wir werden natürlich auf der Expo in Shanghai viele Unternehmenskontakte haben aus dem Bereich IT, Biotechnologie. Also da sind verschiedene Branchen schon angesprochen worden. Und wenn wir dann in der Region sind, ist es so, dass wir ganz konkrete Termine mit verschiedensten Unternehmen, auch mit Unternehmensbesichtigungen vor Ort haben. Die Wirtschaftsreise nach China startet am 4. November. Im Frühjahr 2020 könnte ein Gegenbesuch folgen. Spätestens dann sollte klar sein, ob aus einer großen Idee auch etwas Großes werden kann.